Der Flur wird auch langsam hier oben. Und dann kommt da eine Treppe und dann wird von innen drin fortifiziert. Und das Skelett da, DB. Ja, das wird ignoriert wahrscheinlich, weil ich die Orders gegeben habe, außerhalb liegende Leichen zu ignorieren. Refuse. Ja, ignore Refuse vom Outside. Genau, das wird sich halt dann irgendwann auflösen, so wie der Minotaurus da drüben auch. Was sagt die Kitchen? Ich habe noch ein paar Berries. Und ich habe noch jede Menge Zeug zum Verbrauen. Ja, sehr gut. Farben sehen auch sehr schön aus. Nur gerade wird nicht geschafft, weil alle schlafen. Ist auch okay. Designation channeln wir mal wieder. So. Dass ich den Burggraben links und rechts auch noch hinkriege. Und ich glaube, ich mache wirklich Building. Das war groß C, eine Ramp. Hierhin. Gneis? Nein, ein Konglomeratblock bitte. So. Kann ich eigentlich Remove, Dump, Anhalt, Melt. Nee. Naja, gut. Hier wird gechannelt, das ist auch gut. Ja. Ja, wie gesagt, das mit dem Refuse ist noch ein bisschen doof. Aber wie gesagt, dafür finden wir auch noch eine Lösung. Also ich meine, dass die Trolle da einfach so mal runtergesprungen sind in meinen Stockpile. Oh, ich habe Zwerge gekriegt. Von wo kommen sie? Ach, halten wir einfach mal Ausschau, wo sie jetzt gleich reinkommen. Drei neue Zwerge. Ja, wir sind wieder genau auf 100. Was für Zwerge seid ihr? Leatherworks, das ist schon mal nicht schlecht. Ein Thresher und ein Spinner. Leatherworks ist echt nicht schlecht. Dann haben wir nämlich jetzt einen professionellen Lederer. Okay, die Rampe wird gebaut. Das heißt, wir können Designation N die Rampe removen. So. Hier ist nicht mehr viel. Es sind ja sogar zwei wieder an der Arbeit. So. Das heißt Designation Channel. So, letzter Channel-Befehl.
Gut. Da müssen wir das hier noch breiter machen. Nur wie breiter ist die Frage? Die Mitte des Raumes ist hier. Wo ist die Mitte des Raumes? Der Raum hat keine Mitte, oder? Nein, hat er nicht, weil er unsymmetrisch ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, da wird das Ganze hier eben hier verbreitert um 1 und da oben um 3, ja. Ist ja kein Problem. Ist echt kein Problem. Jetzt muss ich doch wirklich mal gucken. Animals. Worms, Giant Penguins, Kiwis, Keas, Kea-Man, Search. Ja, Tatsache, Trolls. Trolls zählen unter Animals. Enemies sowieso. Klebt da noch Dog Blatt, ja. Aber dafür wird der Weg langsam gesäubert. Oder das Blut verschwindet von selber. Sehr schön. Ah, und wir finden sehr, sehr viel von diesem, genau, von diesem Tetrahydrid. Das ist Kupfer und Silber. Das heißt, wir können Kupferrüstungen machen und Silberbolzen. Wobei, ich glaube, andersrum ist es besser. Ne, da muss ich mal nachgucken, ob Silber als Bolzen gut ist oder ob es andersrum besser ist. Was haben wir eigentlich jetzt mittlerweile? Nicht Stone Stocks, an Weapons. Kupfer Whip, Battle Axes, ja. Kupfersperre, mhm. Und einen Haufen Picks und Crossbows. Warum steht da so viel Ammo? Da ist ein Haufen Zeug, was nicht geclaimed ist. Okay. Logs. Ach nee, das ist Fred. Statuen, ja. Ist ja jetzt gerade nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich einen Haufen Eidler habe. Deswegen gebe ich denen mal den Auftrag, hier Steine zu dumpen. Genau wie hier. Auch. Und hier auch. So. Jawohl, hier wird schön aufgebaut, der Flur. Da wurde sogar schon gechannelt. Oh, sehr schön. Und hier unten wird auch immer weiter schön gechannelt. Gut. Das vorläuft eigentlich trotz den Problemen, die wir bis jetzt hatten. Also mit dem Unfall, Hust, Hust von unserem Armor-Weapon-Zwerg und dem Goblin Raids, die wir bis jetzt hatten, lief das eigentlich relativ geschmeidig.
So, ich guck mal kurz. Z-Stocks. Search. Mechanism. Tab to enable search. Nee. Mechanisms. Haben wir noch 12 Stück rumliegen. Deswegen machen wir mal Mechanisms. 20 neue. Dass wir weitere Käfigfallen aufstellen. Wie sieht es mit unseren Holzvorräten aus? Sieht okay aus. Das ist vom Workshop, oder? Ja. Man könnte nämlich meinen, da liegen Sachen drin. Nee, aber ich hätte gerne Wood Cage. 10 Stück. So. Damit ich weitere Käfigfallen aufbauen kann. Sicher ist nämlich sicher. Dann kommen nämlich hier hinten nochmal 5 Reihen hin. Mit Käfigfallen. Und dazwischen Waffenfallen. So werden erstmal Gegner für unsere Arena gefangen, wenn es sein muss. Oh, die Raben sind aber mutig. Die treiben sich bei mir in der Festung rum. Du da. Du kannst eigentlich auch alles mal claimen. So. Ha, und wir haben schon einen Großteil der unteren Ebene ausgechannelt. Sehr schön. Nur das hier kann sich noch eine Weile ziehen, hä? Dafür wird die... Okay. Das müsste jetzt aber ein... Das ist ein Uninvited Guest. Das ist eine Forgotten Beast. Definitiv. Das ist ein Zyklop. Ein großes humanoides Monster mit einem einzelnen Auge. Er ist sehr dünn. Extrem langes Haar. Sein Auge ist schlitzförmig. Seine Nase ist leicht nach oben gezogen. Er hat sehr groß... Seine großen Ohren sind freistehend, also abstehend. Seine Augenbraue ist buschig, kupfernes Haar und dunkle Pfirsichhaut. Okay. Leute... Military Alerts. Bunker aktivieren. Squad A, bitte hier hin. Und Pause aufheben. So. F3, wir aktivieren schon mal. Den hier. So, das war doch, glaube ich. Nee, halt, das war der obere, oder? Ja, das war der obere. Wo bist du? Du bist da. Okay, das war nicht so gut. Das muss ich mir unbedingt merken, dass die beiden auf der Seite gerade andersrum sind. So. So. Und er ist schon tot. Okay. Mein Militär macht sich langsam sehr gut sogar.
So, Bunkeralarm kann aufgehoben werden. Sehr, sehr schön.